Warum fangen Debatten über Diversität in Deutschland eigentlich so oft bei minus 100 an? Warum schrumpft eigentlich das Theaterpublikum? Vielleicht, weil es ein Theater der wenigen für wenige ist? Mein Name ist Lara Sophie Milago. Ich bin Schauspielerin und der Meinung, dass wir dringend mit KünstlerInnen sprechen müssen, anstatt über sie. Willkommen zu den Decolonized Glamour Talks. Wir sind heute in der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Die Volksbühne wurde Anfang des 20. Jahrhunderts von den sogenannten Arbeitergroschen errichtet und als Gegenentwurf zum bürgerlichen Theater und den Ausschlüssen, die das bürgerliche Theater produziert, gesehen. Mein heutiger Gast gehört zu den bekanntesten, erfolgreichsten und wichtigsten Regisseuren des deutschsprachigen Gegenwartstheaters. Seine Inszenierungen sind suggestiv, musikalisch, politisch. Er inszeniert an vielen großen Häusern im deutschsprachigen Raum. Seine Stücke waren mehrfach zum Berliner Theatertreffen eingeladen und erhielten zahlreiche Auszeichnungen. Unter anderem den Friedrich-Luft-Preis, den Dreisat-Preis sowie die Nestroy-Nominierung für die beste Regie. Seit 2013 ist er Hausregisseur am Berliner Maxim-Gorki-Theater, dem ersten deutschen Stadttheater, das explizit kein rein weißes Theater mehr sein wollte. Herzlich willkommen, Sebastian Nübling. Herzlich willkommen, Sebastian Nübling, zu den Decolonized Glamour Talks. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ja, vielen Dank. Und ich freue mich ganz besonders, weil es läuft gerade am Gorki Theater Berlin die Uraufführung des Stücks Bühnenbeschimpfung der Dramatikerin Sivan Ben Ishai. Dazu heißt es auf der Website des Gorki Theaters, das muss ich mal ablesen. Sivan Ben Ishai benutzt die Institution des Theaters als Ausgangspunkt, um grundlegende Fragen über Macht, Autokratie und die Bühne, Gehorsam, Zuschauerschaft und Widerstand zu stellen. Das hört sich wahnsinnig spannend an. Das hört sich auch an wie ein Auftrag, ehrlich gesagt. Ich habe das, von mir ist das nicht. Was bedeutet das konkret? Also worum geht es in dem Stück und was ist dein Ansatz, soweit du es sagen kannst? Ich finde, das ist eigentlich so ein Drei-Akter, hat drei Teile, aber es findet alles in einem Abend statt. Mhm. Und im ersten Teil wird über die PerformerInnen gesprochen oder sie sprechen über sich selbst. Im zweiten Teil spricht das Publikum und im dritten Teil spricht das Gebäude. Also diese, sag mal, wenn man so will, drei Elemente, die jetzt jede performative Akt irgendwie ausmachen. Jemand, der was, eine Person, die was machen, Personen, die was aufnehmen und einen Space, in dem das stattfindet. Mhm. So, ne? This institution is their life. They are engaged with its topics, occupied with its problems, worried about its future. Du bekommst einen Festvertrag am Stadttheater. Du probst, du hast Premiere, du hast Vorstellung. They are critical. They are devoted. They will go to any lengths for what they believe in. Or that's what they want you to think. They are speaking truth to power and will keep on doing it no matter the circumstances. Or that's what they want you to think. Or that's what they want to think. So wie ich es verstehe, beschreibt Sivan jetzt irgendwie das Gefangensein in diesen ganzen Codes. Also sowohl als PerformerIn, wo man sagt, okay, das ist einfach auch eine Art von Job und ich hänge da ökonomisch dran und das Ganze ist in der hierarchischen Struktur und ich habe da auch nur meinen Part und ich mache das gerne, aber es gibt auch mal Sachen, wo ich es nicht gerne mache und wie bringe ich das zum Ausdruck und die Schwierigkeiten dessen, wenn man sozusagen strukturell eigentlich definiert und auch positioniert ist, sage ich mal, oder? Und
Publikum auch eher so der Kampf mit diesen ganzen Regeln da rein, Ding Dong, ich gehe rein, ich muss Getränk abgeben, ich weiß gar nicht genau, ich muss Handy ausmachen, aber eigentlich würde ich lieber bleiben. Jetzt kommt was, was ich mir schon vielleicht auch schon ein bisschen vorstellen kann und glaube ich das denen eigentlich, hat es was mit mir zu tun, gibt es einen Kontakt oder ist das sozusagen so eine Kunstblase, die auch ohne mich genauso ablaufen würde, braucht es mich hier einfach, werde ich dann wahrgenommen, so irgendwie verstehe ich das. Und der dritte Teil, das Gebäude, spricht eigentlich so eine Neufindung der Welt. Corona dauert ewig, die Theater werden nicht mehr instand gehalten und irgendwann bricht der Regen durchs Dach, das Ganze fällt in sich zusammen und in dem Wasser, was sich da staut, so wie hier in den roten Sitzen, kommen langsam die Bakterien. Dann gibt es so eine Schöpfungsgeschichte, in der sozusagen auch die ganze Tierwelt wiederbelebt. Unter anderem kommen auch Menschen wieder vor, aber eben als nicht als dominante Spezies, sondern als eine unter vielen. Und das Ganze endet, dass dann da drin auch plötzlich wieder das Feuer entsteht und dann entsteht so eine Art Flächenbrand, der von dem Theater über die Stadt, über den ganzen Globus reicht und der das sozusagen irgendwie alles ausradiert, nochmal auf Punkt Null zurücksetzt. So eins, was ich auch interessant finde, ist, dass das kommt im Publikumsteil vor allen Dingen mehr vor. Das Gefühl, die Leute, man sitzt es auch, man hält es aus, man sitzt da halt einfach, weil man da sitzt. Was und ja tatsächlich auch oft so ist. Also was oft so ist, was vielleicht auch ein gesamtgesellschaftlicher Zustand ist, dass man denkt, es gibt so viel Zeug, wo ich mich jetzt engagieren könnte oder müsste und ich sehe es ja auch kaum, aber ich weiß gar nicht genau, vielleicht bleibe ich im Endeffekt dann doch einmal nur zu Hause. Also dieses irgendwie Stillhalten oder dieses Akzeptieren von auch bestimmten Codes und Verhaltensregeln, gerade wenn man in Institutionen arbeitet, und es arbeiten ja viele. Ist da nur so ein mini kleines Steinzeitbeispiel, wie Institutionen aufgebaut sein können. Ich erlebe es auch oft als eine totale Überforderung. Also zu allem irgendeine Meinung und Haltung haben zu müssen und sich positionieren zu müssen. Ja klar, sagen, das geht ja vielen so, man könnte, aber dieser ganze Wortebautismus, der dazu bringt, dass man gar nichts mehr, zu gar nicht mehr richtig weiß. Ja. Vor allen Dingen nicht aktiv wird, würde ich mal sagen. Gehen wir mal ein paar Jahre zurück zu deinen allerersten Anfängen. War dir schon als Kind und Jugendlicher klar, dass du irgendwas mit Kunst machen willst oder sogar Theater machen willst? Oder wie oder wann kam das? Ja, zu Theater gar nicht. Theater kannte ich überhaupt nicht. Also ich glaube auch nicht, dass wir mit der Schule jemals irgendwas mit Theater gesehen haben. Und zu Theater AG weiß ich gar nicht. Ich habe mich so für bildende Kunst ein bisschen interessiert und für Musik, aber auch viel Musik gehört. Aber ob was genau draus machen, wusste ich auch nicht. Worauf ich mich viel beworben habe, war Sonderschullehrer, also Förderschullehrer. Das wollte ich eigentlich werden. Aber ich habe so ein hammerschlechtes Abitur. Ich kam einfach nirgendwo rein. Oder so mit so 20 Jahre Wartezeit. Und dann flatterte irgendein Freund von mir, hatte so eine Fotokopie von diesem, die haben in Hildesheim diesen Studiengang frisch aufgemacht, dieses, was heute Kulturwissenschaft und ästhetische Praxis heißt. Und die haben einfach Leute gesucht. Ja, und dann sagte der, komm, wir gehen da hin. Und dann dachte ich, okay, probieren wir das einfach. Und der ist dann schlussendlich gar nicht mit, dann bin ich da alleine hin. Und die haben einfach alles genommen, was laufen konnte, weil die diesen Studiengang irgendwie frisch ins Leben gerufen haben. Und dann bin ich da einfach ohne alles da rein und habe da angefangen. Und dann habe ich nach einem Jahr oder so gesehen, warte mal, da gibt's einen Theaterzweig und was machen die eigentlich genau? Und erst über Zusehen, was die Leute machen und wie die arbeiten und was die arbeiten, das war mein Zugang zum Theater. Hildesheim gilt ja so, also ich weiß nicht, ob das damals schon so war, aber es gilt ja so neben Gießen als die Nachwuchsschmiede für die postdramatischen TheatermacherInnen, die sich ja auch so ein bisschen, also ästhetisch und inhaltlich absetzen vom traditionellen Sprechtheater. Wie war das damals, Anfang der 80er Jahre? Habt ihr als Studierende das auch so empfunden, dass ihr da irgendwas Neues, Pionierhaftes macht? Oder was war das für eine Stimmung in Hildesheim und in diesen Studiengängen, diese angewandten Studiengänge? Pionierhaft würde ich denken, nee, also ich habe jetzt... Wir haben nach dem Studium zu 10. Kollektiv gegründet, also ein freies Theater. Ich kam eins später dazu. Und Mahagoni, das freie Theater. Genau. Erstens gab es diesen Graben zwischen Stadttheater und freier Szene sowieso, als auch heute diese ganzen Kooperationsmodelle und diese ganze Brückenschläge, die gab es einfach noch nicht. Und die gab es aber auch, würde ich mal sagen, von unserer Seite auch nicht, weil wir im Kern eigentlich scheiße fanden, was sie machen. Ja, das heißt so auf dem, wenn man das so sagen, auf dem Dogma stand irgendwie sicher kein protagonistisches Theater, sondern alle performen
nichts aus dem Kanon, sondern und dann haben wir von da angefangen, so an so einem Prinzip von chorischem Theater zu arbeiten eigentlich. Mhm. Aber weniger jetzt im Sinne von, ach, das ist was Pionierhaftes, das ist was ganz Neues, sondern schon auch eine Art von Abgrenzung von... Von diesem traditionellen Theater. Ja, von den großen... Auch im Regiefach, ja, ne? Also das war ja so die Ära, wo im deutschen Theater das so dominiert wurde von dieser Alt-68er-Riege, also Peumann und Stein und Bondi und ich kann mir vorstellen, dass das als jemand, der Theater machen will, ich sage jetzt mal junger Regisseur, war das nicht so fast wie unüberwindlich, dieser Zirkel von alteingesessenen Regie. Gab es ja aber gar nicht die Ambition, da irgendwie ins Stadttheater. Du hattest nicht das Interesse in den Mainstream. Wir haben als Kollektiv gearbeitet, auch versucht, so mit kollektiven Regiestrukturen zu operieren. Also braucht man diese einzelne Position überhaupt? Kann man das irgendwie splitten oder teilen oder zu zweit oder zu dritt und so? Da ist auch viel. Also eigentlich alles Sachen, die heute wieder ausprobiert werden. Ja, sicher, das hat da angefangen, aber jetzt gar nicht. Also ich habe nie assistiert am Stadttheater. Ich habe einmal hospitiert während des Studiums an einem Stadttheater in Bern. Das war's. Das war mein Kontakt mit dem Stadttheater. Und dann kannte ich natürlich ein paar Aufführungen. Klar, hat man uns auch Peter Stein angeguckt und Bondi. Und sie haben auch coole Sachen gemacht. Das ist jetzt nicht nur, dass nichts Interessantes bei rausgekommen wäre. Aber dann sind wir eher zu Ariane Mouchkine gepilgert oder eher sowas. Also irgendwann Anfang, Mitte der 80er Jahre habt ihr das Freie Theater Mahagoni gegründet. Warum freies Theater? Aus dem kollektiven Arbeiten an der Uni hat sich das einfach entwickelt. Also Uni ist ein bisschen wie Gießen und in Hildesheim, dass sozusagen die Theorie die Praxis und die Praxis die Theorie beeinflusst oder dass die sozusagen sich vernetzen und gegenseitig befeuern, sagen wir mal so. Und das und im praktischen Teil würde ich mal sagen, hat man einfach viel Raum, Dinge selber zu machen. Mhm. Also das nochmal zu erklären, also noch für die vielleicht nicht wissen, diese angewandten Studiengänge, es war weder diese traditionell praktische Theaterausbildung, noch ein rein theoretisch universitärer Studiengang. Sondern das hat ja mit Schauspielschule nichts zu tun. Da gab es ja keinen Schauspielunterricht oder Sprechunterricht. Man muss einfach selber was machen, selber rauskriegen, an Formen arbeiten, die einen interessieren, die einen irgendwo her anspringen, vielleicht aus dem Kunstkontext oder irgendwie so. Aber das war jetzt gar nicht so. Also mir war das nicht bewusst, dass man jetzt an was Neuem arbeitet oder pionierhaft, wie du vorhin gesagt hast. Einfach nur, das ist das, was uns da interessiert hat. Ja, ich glaube, das war's. Aber so, weil das war so beim Schauen auf Theatergeschichte so das erste Mal, dass es eine Alternative gab zu diesem rein praktischen oder rein theoretischen und dass es irgendwie so eine Mischung war und ein anderer Zugang vor allen Dingen zu Theater und auch auch so karrieretechnisch, ne? Also rein in diese also karrieretechnisch fand da gar nichts statt, ehrlich gesagt. Das war eigentlich, ehrlich gesagt, es fühlte sich voll an wie Sackgasse. Aber du bist ja jetzt. Das kam viel später. Ja, aber ich denke schon, dass das auch was mit diesen neuen Zugängen oder dieser neuen Art, Theater zu denken, zu tun hatte. Ja, bestimmt, ja. Also wie gesagt, ich hatte keinen Zugang zum Stadttheater, wollte auch... Doch, ich habe schon versucht, da irgendwie reinzukommen. Ich habe mir dann so... überlege ich jetzt gerade. Na, irgendwann so war es nach so 8 Jahren freier Szene und dann haben meine Frau und ich, wir haben dann angefangen, eine Familie zu gründen und dann war freies Theater Geld auch echt fast an der Kante des Machbaren. Und dann haben wir angefangen, andere Jobs zu machen. Damit das muss man die ganze Zeit. Also auch schon während der kollektiven Arbeit. Davon konnte man nicht das ganze Jahr leben. Ne? Ja. Also muss man einfach anderes Zeug machen zwischendurch. Und dann kamen so ganz andere Zeiten einfach nochmal. Wie hält man eine Familie ökonomisch über Wasser? Und da habe ich mir auch versucht, mich auf irgendwelche Inspizientenjobs oder irgend sowas zu bewerben oder mal eine feste Assistenzstelle, wo ich irgendwie eine Möglichkeit habe. Das hat alles nicht geklappt. Und sonst ganz viel in so Kultureinrichtungen, Tour, also Festivalorganisation, irgendwie versucht, so im Kulturbereich irgendwie dran zu bleiben. Und dann da war ich dann so Ende 30, dachte, jetzt bin ich so weit vom Theater weg, da arbeite ich so in der Kleinstadt in der Nähe, da wo wir da gerade wohnten, in der Schwangerschaftsvertretung 50% in dem Kulturamt und habe dann halt so abends so die Gläser hingestellt, weißt du, für die regionale Dichterlesung irgendwie so und da dachte ich, verdammte Kacke, das kann jetzt echt noch nicht gewesen sein. Und dann dachte ich, jetzt bin ich einfach Regisseur, Punkt. Und dann habe ich an einem kleinen Theater in Basel, das Junge Theater Basel, was das Programm hat, dass da junge Leute für ein junges Publikum spielen, sozusagen meine ersten so professionellen Arbeiten machen können. Und dann von da aus, dann kamen dann DramaturgInnen gucken und dann ging das so los.
Die haben dann halt irgendwie mal angeschnallt, aber warte mal, es gibt Leute, die arbeiten ja außerhalb der Stadt- und Staatstheater und die haben ja vielleicht was Interessantes und die haben vielleicht auch schon eine Formensprache entwickeln und dann sind die irgendwie scouten gegangen. Ja. Ich weiß, so stelle ich mir das vor und plötzlich saßen da und dann bin ich aber relativ treu diesen Sachen geblieben, dem Theater Basel. Schauspiel Hannover, die zweite Strecke. Und dann wurdest du aber, also das war 2001 und 2002 warst du Nachwuchsregisseur. Ja, ist doch mal lustig, ne? Mit also 41 oder sowas. Nach 41 hast drei kleine Kinder, wirst Nachwuchsregisseur. Ja, war toll. Also ich finde das empowernd, wie man heute sagt. Das ist mit in dem Alter, sage ich mal, also was ja noch relativ jung ist, finde ich, aber trotzdem dann irgendwie so zu starten mit der Karriere und dann eben diesen Titel zu bekommen, Nachwuchsregisseur des Jahres. Dann warst du, glaube ich, im selben Jahr das erste Mal eingeladen zum Berliner Theatertreffen mit John Gabriel Borgmann von Ibsen. Und seitdem sind deine Stücke regelmäßig auf renommierten Festivals zu sehen. Du warst 5 oder 6 Mal zum Theatertreffen eingeladen und bist seit 2013 Hausregisseur am Gorki Theater. Mhm. Und kann man, glaube ich, so sagen, einer der wichtigsten, bekanntesten, erfolgreichsten deutschen Regisseure der Gegenwart. Ja, sage ich jetzt einfach mal so. Sage ich nicht über mich. Was würdest du sagen, der du ja auch lange in der freien Szene gearbeitet hast? Mhm. Weil das finde ich, wie gesagt, großartig und spannend bei dir. Was würdest du sagen, was sind die größten Unterschiede zwischen dem Arbeiten in der freien Szene und am Stadt- und Staatstheater? Also für dich als Regisseur, für die Schauspieler, für die Art zu arbeiten? Das sind jetzt nicht Leute, die sich freiwillig zusammenfinden, um gemeinsam zu arbeiten oder gemeinsam an etwas zu arbeiten, dass man das auch gemeinsam definiert. Das würde ich sagen, ist der Hauptunterschied. Also ich komme an ein Stadttheater mit einem Team von Leuten, also MusikerInnen, BühnenbildnerInnen, KostümbildnerInnen, so Video-Artist. Mhm. Ja, und wir haben uns im Vorfeld mit der Dramaturgie irgendwas ausgedacht und haben auch schon so ein Konzept und dann werden sozusagen PerformerInnen, werden ja eingeladen daran teilzunehmen, ja, und das ist so von, da gibt's von Anfang an irgendeine Art von, eine Unterschiedlichkeit, man könnte auch sagen, eine Schieflage. Im Moment des Konfliktes macht's mal ganz schnell den hier, und dann kann man ganz schön gucken, dass man irgendwo Brückenbauer herkriegt, um das wieder zu schließen, kann sich auch wieder, schließt sich auch wieder, aber da gibt's immer so eine Bewegung, Und das finde ich den deutlichsten Unterschied, ehrlich gesagt. Mit doch ein paar Jahren kollektives Arbeiten im Gepäck versuche ich zumindest, da müssen wir jetzt mit PerformerInnen reden, inwiefern die das auch so sehen, versuche ich zumindest Arbeiten auf Augenhöhe irgendwie herzustellen im Probenraum. Und dann kann ich natürlich im Stadttheater, im Probenraum kann man mehr oder weniger machen, was man möchte. Und auch eine Arbeitsbedingungen und Arbeitsstrukturen da installieren, die erstmal ja auch mit den, vielleicht mit den grundsätzlich hierarchischen Aufbauten dieser Häuser erstmal gar nichts zu tun haben, sondern auf eine Art denen sogar widersprechen. Das ist vielleicht auch ein bisschen der Spagat, in dem man da steht, zu wissen, man arbeitet eigentlich in einer voll durchstrukturierten Organisation, die auch gar nicht anders funktionieren würde, weil das schon Logistik irgendwie oder logistisch kaum ginge, sag ich mal, oder schwer. Aber hat so eine Wildcard in so einem Probenraum jetzt. Ne? Und das ist alles möglich im Stadttheater und man hat eine ökonomische Sicherheit. Ja, du weißt einfach, ich kann da arbeiten, ich habe gute Arbeitsbedingungen, ich habe einen Probenraum, muss ich um das alles nicht kümmern und das weiß ich dann ziemlich gut nach 8 Jahren freie Szene. Und das macht ja auch was mit den Beziehungen, oder? Finde ich, also mit den Arbeitsbeziehungen. Diese ökonomische Unsicherheit macht einen weniger stressresistent oder wenn irgendjemand ausfällt, zum Beispiel im Stadt- und Staatstheater ist meistens eine Maschinerie drumherum, die dafür sorgt, dass das aufgefangen wird. Das hast du in der freien Szene nicht. Also und das schlägt sich natürlich auf die menschlichen Beziehungen nieder. Also ich finde es schwierig, manchmal das dann alles innerhalb des Kollektivs aufzufangen oder innerhalb dieser freien Arbeit. Und ich finde, das ist eine der großen Privilegien im Institut. Ja, andererseits hast du immer diese Machtkonflikte. Aber das hast du in der freien Szene auch. Ja, vielleicht kann sein. Aber ich meine, da sind sie institutionalisiert. Da gibt es die Regiepositionen, da gibt es die PerformerInnen-Positionen. Irgendwie so. Und diese Spannung sozusagen irgendwie aufzulösen, oder das finde ich schon hammerschwer am Stadttheater, weil die oft auch gar nicht von mir kommt. Wenn ich sozusagen versuche, mich irgendwie auf Augenhöhe zu bewegen, komme aber von der anderen Seite. Ja, aber warte mal, du bist die Regieperson, also bitte tu nicht so, ja, als wenn wir hier alle gleich wären, was ja auch nicht stimmt. Das stimmt ja auch nicht. Auch die Arbeit im Kollektiv, diese 8 Jahre, das war jetzt auch nicht nur toll, ja. Also klar, da gab es Konkurrenzen genauso und ging eine Person, inszenierte plötzlich irgendwas Kleines am Stadttheater und warum die Person jetzt, warum nicht ich? Und dann, also alles Mögliche passierte da. Also das war jetzt, ich weiß schon, ich setze das jetzt nicht irgendwie die paradiesischen Zustände gegen das andere überhaupt gar nicht. Ich weiß, nee, ich sehe nur sozusagen diese
die in der Struktur festgeschriebenen Positionen, von denen kommt man hammerschwer runter im Stadttheater. Das ist einfach so. Ist dein Interesse an dem Kollektiv? Also, weil das kommt ja öfter vor, also sowohl ästhetisch als auch inhaltlich bei dir, das Kollektiv und das Chorische und das, was interessiert dich an diesen Kollektiven? Hey, du, im Kern kommt das viel, ganz viel über die Autoren, mit denen ich arbeite. Ich habe viel mit Simon Stevens gearbeitet, dass ich sehr genau für ganz bestimmte, ist ein Geschichtenerzähler eigentlich noch, so im klassischen Sinne, für ganz bestimmte Biotope oder Milieus interessiert, die mit ihm auch was zu tun haben, weil er kommt doch von da. Ja, oder wenn, wenn Kevin Rittberger über versucht, irgendwie sich mit linker Militanz auseinanderzusetzen und so eine Geschichtsschreibung des Schwarzen Blocks probiert, dann sozusagen sind die kollektive Strukturen und die Auseinandersetzung damit liegen eigentlich schon in den Stoffen. Ja, und klar, das mich interessiert das. Da geht es dann eher gesamtgesellschaftlich, wenn man es politisch lesen möchte, um also welche Solidaritätslinien kann man eigentlich aufmachen? Mhm. Oder wenn ich mir meine eigenen Privilegien bewusst werde, womit wen sehe ich eigentlich neben mir irgendwo sitzen, stehen und was habe ich mit der Person zu tun und was vielleicht auch nicht? Ja, und so, und wo möchte ich mich solidarisieren, wo vielleicht überhaupt gar nicht? Weil das ist zumindest das Erlebnis, finde ich, in der Gesellschaft, in der wir leben, dass Solidaritätslinien eigentlich viel gebrochen werden. Dass man das so innerhalb der Communities, das ist okay. Aber dann andererseits auch nicht mehr. Gab es denn in deinem Studiengang in Hildesheim, der ja, also haben wir eben schon so ein bisschen drüber gesprochen, eher sehr progressiv war und so neue Zugänge zu Theater schaffen wollte und innerhalb der Theaterlandschaft ja sowas versucht hat wie eine kritische Neuverordnung des Theaters, ne? Das kann man ja so sagen. Ja, so im Verlauf, würde ich mal sagen, ja. Genau, also so alte Strukturen und Produktionsweisen, sowohl inhaltlich als auch ästhetisch in Frage gestellt. Gab es damals in deinem Studiengang oder generell an der Hochschule POC, BPOC-Studierende oder zum Beispiel auch Studierende, die sich ausdrücklich zum Beispiel als queer geoutet haben und die Besonderheit dieser Perspektive auch eingebracht haben in das gemeinsame künstlerische Arbeiten und Studieren und auch den Raum dafür bekommen haben oder Studierende mit Behinderung, TheatermacherInnen mit Behinderung, gab es das damals innerhalb dieses progressiven Ansatzes? Sagen POC wüsste ich nicht. Ich glaube, das war schon sehr weiß. Mhm. Sicher auch sehr hetero. Offiziell. Das war es dann schon so ziemlich, würde ich mal sagen. Ja. Ist euch das aufgefallen damals? Also weil, wie gesagt, es war ja ein sehr progressives Arbeiten. Es hat sich abgesetzt vom Stadt- und Staatstheater, was ja in der Zeit auch noch weitgehend weiß war, nehme ich mal an. Also das war vor meiner Zeit, aber durchgehend weiß, ja. Das wird so gewesen sein, weil selbst in meiner Zeit, also noch bis vor 10 Jahren, war das ja so, als so eine Stätte, wo man bewusst eben neue Wege gehen wollte, im Theater neue Zugänge schaffen wollte. Und das war ja auch die Zeit, wo die ja schon die zweite Generation eigentlich oder sogar dritte der sogenannten GastarbeiterInnen ja schon fester Bestandteil der Gesellschaft waren und so. War das jemals ein Thema bei euch? Oder hat sich irgendwie mal jemand umgeguckt und gedacht, oh, also im Studium weiß? Nicht. Also was dann eher passiert ist, am Ende des Studiums sind viele von uns irgendwie auch in die Stadt. Mhm. Und haben angefangen, so Stadtteilprojekte zu machen. Und da sieht man natürlich, oh, warte mal, stopp mal, die Stadt ist ja ganz, ganz anders aufgebaut. Es gibt eine relativ große Sinti-Gemeinde. Es gibt eine türkische Gemeinde. Natürlich, es gab ganz viel, relativ viele AsylbewerberInnen. Ja, und dann entstanden relativ Projekte, die jetzt auch von der Uni ausgingen. Wo die so, man nannte das noch interkulturell zu der Zeit, ja, also so, ich versuche irgendwie in diesen ganzen performativen Formaten, so muss sich auch abbilden, so wer in dieser Stadt, wer diese Stadt bewohnt und wer Teil dieser Stadt ist. Mhm. Und genau, und dann ging es los in alle möglichen Räume rein mit sehr verschiedenen Communities. Mhm. Aber ich glaube noch relativ von der weißen Uni aus, so KundschafterInnen, ja, organisiert auch, sind dann so abgegangen, um sich da zu gucken, wen gibt es eigentlich in der Stadt. Sagen wir so, das Rausgehen in die Stadt kam, wurde klar, okay, klar, natürlich ist eine unser aller Umgebung ganz anders zusammengesetzt als vielleicht noch in dieser Uni-Blase, die jetzt auch anders ist. Wann ist dir zum ersten Mal aufgefallen, dass das deutsche oder deutschsprachige Theater weißer ist als die Gesellschaft in und für die es Theater macht? Diese Art von Stadtteilprojekte, die wir schon in Hildesheim gemacht haben, da war das, wurde es schon praktisch, ja, anschaulich, okay, warte mal. Ja, diese Stadttheater sind einfach auch sehr exklusiv ausschließend zusammengesetzt. Ne? Mhm. Als ich angefangen habe zu arbeiten, waren am Anfang noch andere
Da waren die Themen noch anders. Da ging es ganz viel um Körperbilder. Mhm. Also eine meiner ersten Arbeiten im Theater Basel war eine Romeo und Julia Inszenierung mit einem Schauspieler, der so kräftig gebaut hat. Da gab es noch so Zuschriften, wie man so eine fette Person als Romeo besetzen könnte. Was so in die Ecke. Ja, oder vor 20 Jahren. Dann fing das eher so an zu crossbesetzen, Frauen spielen Männerrollen oder auch queere Personen spielen plötzlich, können sie, warte mal, was passt denn eigentlich für dich am besten? Ja. Das waren eher so die Diskurse, die ja stattgefunden haben, die sich auch so durchsetzen mussten. Also mir scheint es so, dass diese soziale Diversität oder auch diese Körperbilderdiversität, wo natürlich auch noch Luft nach oben ist, so, ne? Aber dass das im deutschen Theater oder im deutschsprachigen Theater viel früher stattgefunden hat, als die Diversität nach sogenannter Ethnie oder sogenannter Hautfarbe. Zu einer Zeit, wo man praktisch diese soziale Diversität schon sehr auf dem Schirm hatte. Schaubühne wurde gegründet. Man hat eben versucht, neue Themen, auch sogenannte soziale Schichten irgendwie ins Theater zu bringen oder abzubilden. Aber so scheint es mir, da war noch gar keine Awareness, dass das immer noch ein sehr weißer Raum war. Also trotz aller sozialer Diversität, die da schon probiert wurde. Wann wurde dir klar, so, es ist ein sehr weißer Raum. Also das ist nicht immer so radikal mit dem Beginn des Gorkis, also mit der Intendanz von Charmin und Jens, würde ich sagen. Ich glaube, die Reihen, wenn ich es mir so überlege, ist so die Diskurse im Körperbilder, die Gender-Diskurse. In der Mehrheitsgesellschaft dachte man als erstes ja irgendwas an den Körperbildern kann nicht stimmen, weil wir sehen nicht so aus wie die da oben. Mhm. Das war das Erste. Das Zweite ist die Gender-Debatten. Hey, wer ist da eigentlich schwul oder lesbisch oder queer? Und ich kriege das auch mit. Das hat sicher auch mit Zugang, ganz viel mit Zugang zu Schauspielschulen zu tun, glaube ich. Und an den Stadttheatern gab's einfach keine PerformerInnen. Jetzt ist mein Weg auch ein anderer gewesen. Ich wollte mich erst da reinboxen. War ja auch ehrgeizig. Also wollte ja auch was erreichen daran. Und dann war es sozusagen, würde ich mal sagen, die Diskurse kamen so ein später auf meine innere Leinwand, ne? Ja, die Themen und wie kann ich hier arbeiten an dem Haus mit den Leuten, die da sind? Ja, und dann in den nächsten Schritten erstmal, wer ist denn alles nicht da? Ja, das kam ja wirklich erst, also seit 10 Jahren mit dieser sogenannten Blackfacing-Debatte damals. Das wurde natürlich in der Community zwischen uns schon länger diskutiert, auch gerade unter Theaterschaffenden, POC, BPOC, aber dass das im Mainstream ankam und dass es vor allen Dingen ernst genommen wurde, also dass das erste Mal darüber diskutiert wurde, ausgehend vom Blackfacing, weil was damit zusammenhängt, ist ja, warum gibt es eigentlich gar keine POC, BPOC-Schauspielerinnen im Theater? Warum braucht es eigentlich Weiße, die schwarz angemalt werden? Warum haben wir eigentlich keine Schwarzen im Ensemble? Genau, darum frage ich mich immer wieder so, warum selbst unter Linken, sage ich mal, Progressiven, hat das so lange gedauert und dauert ja teilweise immer noch, eine Awareness dafür zu bekommen. Wenn ich jetzt über mich nachdenke, würde ich denken, ich habe das irgendwie so als Gesetz genommen. Dann habe ich gedacht, okay, das sind einfach die Ensemble, die sind so, da habe ich auch keinen Einfluss drauf. Ich arbeite jetzt da hier oder eben nicht. Also so, ich hatte das nicht auf dem programmatisch, sage ich mal, nie auf dem Schirm. Ich habe immer viel mit unterschiedlichen Leuten gearbeitet. Aber jetzt, das war eher so über die persönliche und das Interesse für Leute. Und vielleicht auch so ein bisschen auch schon das Feeling, dass vielleicht irgendwas nicht stimmt, aber nicht programmatisch. Ja, und das Gorki war einfach erstmal ganz anders am Anfang. Ganz anders kuratiert, sage ich mal, weil es ist ja auch eine stark kuratierte Angelegenheit, das Gorki. Ja? Das ist eine Setzung von Charmin und Jens gewesen am Anfang, sowohl was die Regieposition angeht, was das Ensemble angeht und dann quer durchs ganze Haus, wer da gearbeitet hat. Und die hatten einfach einen sehr klares Programm, zu sagen, okay, das muss einfach divers besetzt werden, so gut wir das können. Mhm. Und die hat sozusagen, kam man aus dem Badhaus Nonnenstraße schon mit dem Programm oder mit diesem Schlagwort des postmigrantischen Theaters und da ist eigentlich schon alles drin, was man sagt, okay, das ist so ein Theater, muss einfach eine Stadt abbilden mit den, so wie sie auch ist und nicht, wie Kunst sich das vielleicht irgendwie vorstellt. Aber also nicht künstlich so Gebilde herstellen, sondern das muss man sehen können. Okay, wir sind in Berlin. Ja, und das haben sie sozusagen weiter mitgenommen ans Gorki und da nochmal manifest in so einem größeren Haus ausgebaut. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, diese sogenannte Blackfacing-Debatte 2012, was ja gerade mal 10 Jahre her ist. Seitdem wird ja im deutschsprachigen Stadt- und Staatstheater die Frage von Identität und Besetzung sehr breit diskutiert. Wie ist das für dich? Wie wichtig findest du die sogenannte authentische Besetzung? Also dass zum Beispiel, keine Ahnung, eine Transfigur in einem Stück
auch von einem Trans-Schauspieler, einer Trans-Schauspielerin gespielt wird oder eine schwarze Figur von einer schwarzen Schauspielerin oder eine Figur mit Behinderung von einer Schauspielerin oder einem Schauspieler mit Behinderung. Ich finde, es macht einen Unterschied, von welcher Position man spricht, wenn man sagt, aus der Mehrheitsgesellschaft raus zu sagen, okay, wir können aber eure, das, was ihr als, aus den Minderheit-Communities habt, natürlich können wir auch selber produzieren, ja, weil wir können das einfach sehr gut spielen. Und das ist einfach, da, das ist einfach vorbei. Mhm. Punkt. Würde ich sagen, ich weiß nicht, ob das irgendwann mal anders sein wird, vielleicht wieder, ja, aber im Moment nicht. Im Moment würde ich sagen, nein, das sind jetzt Leute, die ferngehalten wurden, also Communities, die ferngehalten wurden von ganz bestimmten, jetzt zum Beispiel diesen, diesen Stadttheater-Inseln. Ja, und jetzt finde ich, jetzt ist einfach die Zeit, dass man das öffnet und fertig. Und das heißt, dann schminkt man nicht einen Schauspieler schwarz oder gibt ihm eine Krücke oder sonst irgendwas, sondern ist das einfach, dann guckt man nach Leuten, die, die auch PerformerInnen sind und vielleicht einfach auch nicht nur nichts zum Zuge kam bis jetzt. Und das ist wichtig, finde ich, weil dann gibt es auch eine andere, dann mischen sich die Sachen auch wieder anders. Mhm. Ich würde einfach sagen, im Moment ist das einfach keine Debatte, sondern ist es eine Realität. Mhm. Für mich fängt eigentlich Solidarität oder echt oder so die eigentliche Arbeit erst an, wo es über meine Gruppe hinausgeht und oder meine direkte Community, weil ich zum Beispiel von mir auch sagen kann, dass ich lange nicht auf dem Schirm hatte, zum Beispiel KollegInnen mit Behinderung oder Figuren mit Behinderung, dass die ja auch eigentlich seit jeher gespielt werden, ja, ja, wo klar, ein Großteil von Schauspielern ohne Behinderung. Hatte ich nicht auf dem Schirm. Das war mein Privileg und ich hatte diese Schwarz-Weiß-Thematik natürlich sehr auf dem Schirm. Was heißt natürlich? Also weil es mich halt betroffen hat. Aber dieses ganze Ableism-Thema eben nicht so. Und daran habe ich eben auch gemerkt, man muss das einfach bewusst vollziehen, glaube ich, über diese eigene Gruppe oder das, was man denkt, was die eigene Gruppe ist. Ne? Das ist auch das, so die Frage, wonach definiert man die eigene Gruppe, hinauszugehen und da, wo dann eben auch dieses Intersektionale anfängt. Ja, die hast du ja im Kern in all diesen Ensembles, also in allen Proberäumen, da kommen Leute aus den verschiedensten Richtungen zusammen. Das sind immer solche so Part-Time-Communities eigentlich, oder? Ja. Die haben so eine, die entstehen sehr relativ schnell und zerfallen halt auch so schnell wieder. Aber das sind ja alles Leute, die bringen ja alle Expertise und mit in den Raum. Mhm. Ja? Und, und das ist wichtig, finde ich. Also ich würde sicher nicht kein Stück machen, ohne dass nicht irgendjemand im Raum ist, der damit auch eine Verbindung hat. Mhm. Ja? Und ob das jetzt immer, kann ja auch sein, dass man sagt, okay, Form tut schlussendlich jemand anders, aber die Kompetenz muss da sein und der Erfahrungshintergrund, der muss vertreten sein, wie auch immer. Mhm. Also die ganze Critical Whiteness und diese Diskurse, das kam sozusagen mit dem Gorki. Mhm. Ich habe immer gearbeitet gegen die Dominanz von Sprache und Text zum Beispiel und jetzt die Dominanz von deutscher Sprache. Also sagen wir so, in München ging es schon los, weil man einfach Arbeitssprache Englisch war in ganz vielen Produktionen. Mhm. Das war am Gorki natürlich noch viel mehr gefragt als in ganz vielen, meisten Arbeiten. Muss man einfach Englisch reden, weil so viele unterschiedliche Sprachen am Tisch versammelt sind und man kann sich halt auf dieses simple Fernseh- und Popmusik Englisch irgendwie einigen. Ja, so, das ist so das Ding, was dazwischen steht halt einfach. Das heißt, dieses Bewusstsein über Privilegien, das kam eigentlich auch mit dem Gorki-Theater? Ja, nochmal anders, würde ich sagen. Ich glaube, das gab es davor schon. Zu wissen, okay, habe ich eine Machtposition, ich entscheide ja ganz viele und wie finden das andere? Ah, da kommt das zurück. Also kann ich das anders machen? Also sicher auch mit ich als Mann, aber es ist sicher vehementer auch im Probenraum aufgetaucht in den letzten 5 Jahren. Mhm. Also so wie die Debatte auch anders, virulenter wurde und wichtiger und hörbarer und ja, Gott sei Dank hörbarer. Ja. Naja, das ist mir schon klar. Also ich bin ja so der Prototyp des älteren weißen Mannes oder des alten weißen Mannes eigentlich, oder? Ist ja einfach so. Ich meine, ich stehe auch relativ oft dafür gerade, muss ich sagen. Also auch im Zusammenhang, wo ich denke, das ist jetzt ehrlich gesagt ein bisschen unfair. Aber ja, das ist eben strukturell, ist das so. Ich glaube, es geht vielen älteren weißen Typen im Moment so, dass man, wie hält man die strukturelle Kritik von der persönlichen Kritik, wie hält man das auseinander? Mhm. So ein Beispiel in dieser Tanztheaterproduktion vor einem Jahr, das waren sehr viele junge Leute, auch eine kräftige Gruppe junge, woke Frauen oder weiblich gelesene Personen, so 18 bis 20. Und da war irgendwie so eine Probe und das war eben sehr choreografisch und sehr laute Musik und ich wollte auf irgendwann etwas hinweisen, aber mal reingerufen. Und da gab es eine Debatte hinterher, sie hätten keinen Bock, sich von einem älteren weißen Typen anschreien zu lassen. Ne? So. Und dann ich so Luft geholt, sage, aber ich habe doch nur, weil die Musik, ja, Entschuldigung,
das kannst du gerne für dich behalten, jetzt eine Erklärung versuche. Und denk einfach mal drüber nach und mach's einfach nächstes Mal bitte anders. Mhm. Irgendwie so, ne? Wo ich denke, das trifft mich jetzt fast eher nicht als Person, als Mensch, weil natürlich kann ich das beschreiben, warum das so war und warum ich Mikrofon noch beschissener finde, wenn dann so aus dem Bühnenhimmel dann irgendwie die Regiestimme spricht, wo ich denke, das ist ja noch viel beknackter als Zeichen, ja. Und mir ist auch klar, in vielen Momenten muss man einfach, wenn man strukturell was ändern will, einen großen Hammer in die Hand nehmen und da haut man halt nochmal auch mal auf eine kleine Person, die halt da gerade steht. Ja, oder auf eine kleine Struktur oder so. Aber also, es muss sich ja strukturell was ändern auf ganz vielen Ebenen und das geht halt nur mit Karacho und sicher nicht mit so mit dem kleinen feinen Schraubenzieher, sondern einfach mit Bombe und Vorschlaghammer. Mhm. So, Punkt. Und dann, wenn es bei mir mal einen blauen Fleck gibt, muss ich halt sagen, ja, den muss ich jetzt einfach wegstecken. Mhm. Dafür habe ich auch Arbeitsbedingungen kontinuierlich in den letzten 20 Jahren, wo ich denke, da habe ich auch viel davon profitiert. Mhm. Dass ich einfach, ich habe auch viel mit Intendantinnen in geführten Häusern gearbeitet, viel sogar, aber es gibt schon markante, sagen wir so, wenn man so will, so Karriereschnitte oder Karrieremöglichkeiten, wo ich weiß, das waren einfach ältere weiße Typen, die mich jetzt als jüngeren weißen Typen einfach reingeholt haben. Mhm. Und hätten das vielleicht mit einer Frau oder mit einer POC-Person nicht gemacht. Mhm. Also das ist jetzt nicht so, also das ist mir klar. Ja, also ich habe Leute, mit denen ich reden kann. Ich kann mit Leuten über Sprache oder Sprachformulierung. Im Moment geht es ja auch viel, wie beschreibe ich eigentlich was? Wie man einfach auch eine Sprache lernt, die jetzt auch anders abbildet. Und das sind vielleicht zum Teil noch Krückenversuche oder noch Stöcke. Ja, und wer weiß mal, was für eine Sprache wir da schlussendlich landen werden. Mhm. Aber erstmal ist mir das, finde ich das einfach wichtig und richtig und anders geht's auch gar nicht. Und selbst wenn wir wissen, es ist so ein kleines Bäbelchen, in dem das gerade stattfindet und in der Riesenblase, die reden doch ganz anders, ja, und die gucken auf uns eigentlich so, ja, und aber trotzdem, aber das ist ja die Hoffnung, die man hat, dass man sagt, irgendwann, das spreadet so nach und nach, ja? Ja. Wir sind am Ende unseres Talks. Vielen Dank, dass du da warst. Das war mir eine große Ehre. Wie immer am Ende der Decolonized Glamour Talks gibt es eine performative Einlage. Ich würde sagen, Überraschung, ja, oder? Okay. Also wir belassen es bei, es wird was geben und was das... Genau, das kriegen wir raus. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke für die Einladung. Ein angemessener Ton ist entscheidend. Die Rückmeldung muss immer in einem ruhigen Ton erfolgen. Sollte das Feedback in irgendeiner Art und Weise emotionale Untertöne haben, wird es sofort ungültig. Sowas kann ich nie ernst nehmen. Ach, und die Rückmeldung muss natürlich noch in der Situation stattfinden. Ist das nicht der Fall, werde ich sie sofort zurückweisen. Mhm, ja, weil sie nicht zeitnah gegeben wurde. Ja. Die Rückmeldung muss außerdem im Vier-Augen-Gespräch stattfinden. Also unabhängig davon, ob die Situation, die du kritisieren möchtest, ob die vor anderen Menschen stattgefunden hat, mir im Beisein anderer das Feedback zu geben, ich hätte was Rassistisches gesagt, finde ich ehrlich gesagt, ziemlich verletzend. Es muss da Vertrauen zwischen uns geben. Mhm. Du musst mir glauben, dass ich in keinerlei Art und Weise rassistisch bin, bevor du meine Äußerung oder Handlung kritisierst. Denn ich muss mich zu jedem Zeitpunkt während unseres Gesprächs komplett sicher fühlen. Und Rückmeldung zu meiner vermeintlich rassistischen Äußerungen oder Handlungen, wird natürlich dazu führen, dass ich mich unsicher fühle. Und dann musst du mein Vertrauen wiederherstellen, indem du mir nie wieder solches Feedback gibst. Nur weil ich weiß bin, ist mein Leben auch nicht immer einfach. Sexismus, Klassismus, hier Heteronormatismus, das ist auch kein Zuckerschlecken. Vielleicht können wir dann auch mal darüber reden, wie du mich unterdrückt hast. Nein, wenn ich eine Wohnung oder Arbeitsstelle suche, dann stellt mein Weißsein dabei kein Hindernis dar. Ja, ich kann ein teures Auto fahren, ohne dabei für kriminell gehalten zu werden. Nein,
wenn ich einen Wochenendausflug plane, dann muss ich mir keine Gedanken darüber machen, an welchem Ort ich sicher bin. Und ja, wenn ich sage, dass ein rassistisches Problem vorliegt oder dass kein rassistisches Problem vorliegt, dann werden mir weiße Menschen für beide Positionen mehr Glaubwürdigkeit verleihen als einer schwarzen Person oder einer Person of Color. Ja, das stimmt alles. Aber warum soll ich mich deshalb schlecht fühlen? Warum? Jetzt sei doch nicht beleidigt. Decolonize my mind, yeah. Decolonize. Verschwend nicht meine Zeit, yeah. Decolonize. Die Art und Weise, wie ich denke und ich sehe. Decolonize. Die Art und Weise, wie ich selbst bin und ich rede. Decolonize. Zeig dir, dass alles auch anders geht. Lass uns das Ganze mal anders sehen. Switch Positionen, Realitäten. Lass sie mal schweigen, lass uns mal reden. Decolonize. 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 Glamour Talks.